Nämlich, man glaubt es nicht. Viele fragen sich, dieser Herr Andrack, warum wirkt er so jung? Warum wirkt er so strahlend? Warum lassen seine Gefäße mehr Blut durch, als er braucht? Heute, meine Damen und Herren, ein Jubiläum, das wir gebührend feiern wollen. Meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt, das große Manuel Andrack raucht jetzt schon seit 5 Jahren nicht mehr. Jubiläum. Raucht seit 1 Jahr und 3 Monaten nicht mehr. Ja, weißt du, wieso ich mir das merken kann? Wo? Am 24. Februar hat der Holger Speckhahn geheiratet und da habe ich meine letzte Zigarre geraucht. Du warst auf der Hochzeit von Holger Speckhahn? Mhm. Der hat drei Tage nach uns geheiratet. Also nach. Aber einige Jahre später. Ein paar Jahre später. Ein paar Jahre später. Aber so kann ich mir das gut merken. Ja, ja. Wenn man auf der Hochzeit von Holger Speckhahn aufgehört hat, kann man sich das natürlich merken. 1 Jahr und 3 Monate. Was ist das für ein Gefühl? Du musst ja vor Gesundheit. Ich meine, ich rauche auch nicht. Sag mal so, ich rauche, ich bin ein Genussraucher. Ja. Ich rauche. Ich kann es mir gar nicht leisten, als Vorbild, das ich bin, für die jungen Menschen, kann ich mir gar nicht leisten, zu rauchen. Aus Nein. Imagegründen. Mein Imageberater sagt mir auch, rauche nicht in der Öffentlichkeit. Ich rauche auch eigentlich privat kaum. Mal nach einem schönen Essen. Wenn ich in einer Runde sitze mit Freunden, wenn wir sagen, man tritt zu in die FDP ein oder so, dann rauche ich schon mal eine Zigarette, aber nie vor abends, ganz selten mal, ja. Nie in Stresssituationen. Merkst du einen Unterschied? Wie lange hast du geraucht vorher? Also ich habe vorher 17 Jahre, also wirklich heute auf den Tag. Gab es einen Grund dafür? Hast du Holger Speckhahn? Ich wollte einfach ein bisschen weniger rauchen, habe eine Woche vorher Leitzigaretten geraucht und habe aber da schon Entzug bekommen und habe also eine Schachtel Leitzigaretten am Tag und dachte mir, wenn du schon Entzug bekommst bei einer Schachtel, dann hörst du lieber ganz auf. Wie viel hast du geraucht vorher? 40 bis 50 selbstgedrehte, 17 Jahre lang. Also am Anfang. Bringt es da noch was aufzuhören? Ja, ja, doch. Ja? Ja, ja. Nee, ich habe aufgehört, weil ich merkte, wenn ich mal so 100 Meter einer Bahn hinterhergelaufen bin, um die zu kriegen, dass ich dann noch eine Viertelstunde später beim Aussteigen gekeucht habe. Ja, gut, das kann ich nicht merken mit Chauffeur. Ja. Aber ich merke es natürlich beim Aussteigen aus dem Wagen, dass Leute sagen, hallo Basti. Aber es ist beneidenswert. Also ich rauche, ich bin Genussraucher, kann man sagen. Ja, aber du hast doch auch irgendwie jahrelang aufgehört, oder? Ja, vollkommen. Aber da hatte ich natürlich sozusagen auch keinen Genuss dran. Da habe ich ja komplett aufgehört. Da habe ich gemerkt, dass es so wenig literarisch wirkt. Es wirkt irgendwie so, als ob du gleich einen Roman schreibst, wenn du in gewissen Situationen eine Zigarette anzünden kannst. Ja, aber du hältst sie schon immer so komisch. Du hältst sie nicht wie so ein richtiger Raucher. Nee, ich bin ja auch kein richtiger Raucher. Ja, ja. Was heißt das, ich halte die Zigarette komisch? Ja, so. Nur so. Ja, wie? Beschreib das mal. Ja, zu weit, zu nah am Ende des Filters. Und Filterzigaretten sind sowieso keine richtigen Zigaretten, aber das sieht irgendwie so. Na, wie sieht's aus? Beschreib es mal, ohne eine Minderheit zu diskriminieren. Ja. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ein bisschen affektiert. Das ist okay. Ja, das ist okay. Das ist ja sozusagen auch Teil meiner Images. Mein Imageberater sagt ja, halt die nicht so nah am Filter, sonst wirkst du zu normal. Es sieht affektiert aus. Das wirkt jetzt wirklich, als würde ich in Griechenland Urlaub machen. Ja. Wie hast du denn die Zigarette gehalten? Naja, halt wie ein richtiger Mann halt. Also. Für mich sahst du immer aus, als wärst du in so einem Knuspermantel, wenn du geraucht hast. Also. Ich habe auch Fotos dabei. Zeig ihn ich bitte. Ich habe bestimmt 3000 Privatfotos durchsucht und habe nur 2 Stück gefunden in den 17 Jahren, wo ich eine Zigarette in der Hand halte. Stell dir vor, vielleicht wirst du mal wieder rückfällig. Nein, ich habe schon viele Leute kennengelernt, die haben 5 Jahre, die haben 10 Jahre nicht geraucht, ja. Haben dann im besoffenen Kopf noch irgendwie ja, überher und dann war es wieder vorbei. Also man ist immer Raucher, sein Leben lang.
Man bleibt Raucher. Man bleibt Raucher, ja. Und es gibt nicht einfach so die Zigarette. Das ist wie Menschen, die Alkoholprobleme hatten, die bleiben immer alkoholkrank, nur ja. Sie sind dann eben trocken. Genau. So, 3000 Fotos hat der Antrag durchwühlt, nur zwei hat er, drei oder zwei? Zwei. Nur zwei gefunden, auf denen er mit einer Zigarette zu sehen ist. Hier ist das erste. Das ist auf meiner alten Arbeitsstelle vor ungefähr 10 Jahren. Bei Sat 1? Nee, davor noch, bei Cat Entertainment. Ah, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Ballack. Ehrlich? Ja, sagen viele, aber der hat echt keine, nicht wirklich Ähnlichkeit mit mir. Doch. Da lasse ich morgen so einen kleinen Vorspann bauen. Antrag sieht aus wie Ballack. Auch die letzten beiden Buchstaben sind identisch. Sogar die letzten drei. Bist du's? Das würde erklären, warum du so müde warst in Glasgow. Ja, wo ist denn deine Zigarette bitte? Ja, die ist doch da links. Also der Regisseur hat gesagt, nicht auf jedem Fernseher zu Hause. Ah, das ist wichtig für Sie zu Hause, meine Damen und Herren. Bitte, das ist ganz wichtig. Deutschland taumelt am Abgrund wirtschaftlich. Sollten Sie auf diesem Foto die Zigarette nicht sehen, kaufen Sie bitte morgen einen neuen Bildschirm. Ja? Ah, jetzt sieht man's. Hier auf meinem sehe ich's. Also das ist schon mal ein ziemlich überzeugendes Bild. Ja. Ja? Und wo ist das andere? Und das ist ungefähr 6 Jahre früher. Wo wurde das aufgenommen? Das ist das auf so einer, auf einer Theaterprobe für Streetcar Named Desire. Wo du Kowalski gespielt hast. Ganz genau. Sieht man ja. Also das ist auch, ne, Unterhemd, Hemd offen. Ja, ja. Es ist diese berühmte Rolle. Da das bist du aber schon sehr, bitte? Wie soll ich sagen, ambivalent. Was verstehst du jetzt unter ambivalent? Also da hältst du die Zigarette noch nicht so männlich wie im Spiel. Oder? Das war ja noch relativ am Anfang meiner Raucherkarriere. Ach, da hast du erst angefangen? Nein, da habe ich auch schon 5, 6 Jahre geraucht, in der Schule natürlich angefangen. Ja. Ich finde, da siehst du ein bisschen aus wie Prince. Bitte? Ja. Irgendwie so von den Haaren und mit diesem Bart. Und der Bart ist ja heute wieder hochaktuell. Absolut. Dieses leicht das Kinn umspielende. Naja, das war halt woanders, hat er zu der Zeit nicht gewachsen, ne? Also, ja, das ist ja... Ist nicht wegrasiert. Wie alt warst du da? 19, 20. Fantastisch. Noch Raucher und jetzt, Herr Andrak hat es geschafft, seit 5 Jahren raucht er nicht mehr. Helmut Zerlett raucht seit... Ein Jahr und drei Monate. Fantastisch. Ich selber eigentlich nur noch genug rauche. Bei uns im Team rosten ja die Zigarettenautomaten dermaßen vor sich hin, es raucht ja kaum einer. Neun Mitarbeiter haben während der letzten 4 Jahre, während die Firma Bonito diese Show produziert, das Rauchen aufgehört. Fantastisch. Wollen aber nach der Schwangerschaft wieder anfangen. Ja.